Ja, das ist richtig. Ich war mir nicht sicher, ob ich im Abseits gestanden bin. Mit einer verunglückten Abwehr. Diesmal Stange. Riesenglück für die Austria in Minute 24. Na, das wäre ein Einstart, ein Comeback gewesen. Kienzl. Schumacher zögert, macht aber dann den Superpass auf Klein. Und da ist das 1:0. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Abseits. So, schauen wir mal. Das stimmt. Tatsächlich. Und zur Schuss. Gute Abwehr von Katz. Ball ist im Tor und es zählt. 1:0 Austria. Große Proteste der Sturmmannschaft gegen diesen Führungstreffer der Austria, völlig entgegen dem Spielverlauf. Der Torschütze, Roland Linz, erstes Stürmertor der Austria, seit Linz gegen Salzburg getroffen hat, schon eine Weile her, im März. Und eingeleitet einmal durch den Corner von Acimovic. Dann Jun mit seiner ersten Ballberührung, gute Abwehr noch von Grazai, aber direkt zu einem Austrianer, und zwar zu Ortlechner, der gerade an der Seitenlinie gepflegt worden ist. Und der erwischt Linz, aber die Frage ist abseits. So, da und da, ja, eindeutig. Also, es ist keiner auf der Linie, da ist nicht einmal ein Spieler, wenn überhaupt Grazai, vor Linz. Also ein ganz klares Abseits. Bodenlose Frechheit, was ihr euch leistet an der Zeitung. Es dreht im Wagen, jetzt schießen wir irgendwo. 4 Meter, so blind kann man nicht sein. Ganz Wien, es hat der Ferruin. Ganz Wien, dann mit Mozambin. Ganz Wien, greift nach zu Kokain. Überhaupt in der Ballsaison, man sieht ganz Wien. Und jetzt ist es vorbei. Die Austria festigt Platz 3 mit dem Standardergebnis, dem vierten 1:0 Erfolg hintereinander. Ein unheimlich glücklicher Sieg. Ein Tor, das keines war. Ein Abseitstreffer von Linz in der 48. Minute. Bis dahin Sturm die klar bessere Mannschaft. Dann aber haben die Grazer Nerven und Fokus verloren. Und jetzt muss Franco Foda eingreifen. Ich glaube, das kostet ein paar Euro, was er da jetzt macht. Das ist die Beschimpfung jenes Assistenten von Herrn Zauner, der das abseits von Linz beim Gegentor nicht gesehen hat. Das Gegentor, das vielleicht einen Europacup-Platz entschieden hat. Ich habe ihm nur gesagt, dass es eine absolute Fehlentscheidung war und dass man das einfach sehen muss, wenn ein Spieler schon vorher klar im Abseits steht und dann noch bei dem abgewehrten Ball im Abseits steht, 3 Meter, das muss man einfach erkennen. Das ist tragisch, aber das Leben geht weiter. Ich stelle einfach die Qualitätsfrage der Schiedsrichter. Aber da brauchen wir nicht diskutieren, eine schwere Fehlentscheidung, die eigentlich so nicht passieren dürfte. Ja, tut mir leid, wenn ich das so sage, aber es ist natürlich scheiße für uns. Aber wie so oft in Wien ist es leider so, da wirst du manchmal halt ein bisschen abgedrungen und das war der Fall heute. Ja, ich weiß nicht, warum in so einem wichtigen Spiel gerade mit seinen Gedanken war. Am Feld sicher nicht. Wenn das ein Spieler passiert, wird er wahrscheinlich austauscht. Der Schiedsrichter bekommt trotzdem seine Prämie. Vielleicht spendet das ja einen guten Zweck. Ich hab's. Ich wünsche euch, ich hab's.